Herzlich willkommen zu unseren Orgelporträts im Dekanatsbezirk Neu-Ulm. Heute sind wir in der Friedenskirche in Gundelfingen und treffen den Organisten und Orgelbaumeister Norbert Bender. Ja, grüß Gott. Wir befinden uns hier in der Evangelischen Kirche in Gundelfingen. Die Orgel, um die es hier geht, wurde erbaut 1974 von der Firma Orgelbau Hubert Sandner. Ein Instrument mit insgesamt 9 Registern. Besonderheiten, zunächst mal fangen wir unten an bei der Pedalklaviatur. Hier haben wir eine halbradiale Pedalklaviatur, das hat man mal eine Zeit lang gebaut. Zuständig dafür oder verantwortlich dafür war der damalige Orgelsachverständige Professor Högner. Er hat also eine eigene Form von radialen Pedalklaviaturen entwickelt. Ansonsten haben wir 2 Manuale, die aufgeteilt sind in ein Hauptwerk und ein Positiv. Das Hauptwerk bestückt mit einem Gems von 8 Fuß, sind die langen Pfeifen ein Prospekt, einem Prinzipal 4 Fuß und einer Mixtur. Und im zweiten Manual haben wir ein gedeckt 8 Fuß, eine Rohrflöte 4 Fuß, Prinzipal 2 Fuß und einen Tertian als Soloregistrierung. Im Pedal gibt es einen Supass und eine Extension der 8 Fuß, ist also 8 Fuß groß C, ist das gleiche Pfeife wie das C0 vom Supass. Ja, gebaut 1974, habe ich erwähnt. Eine Besonderheit in der Prospektgestaltung ist das Schleierwerk. Das sind also keine geschnitzten oder keine aus Metall gefertigten Bretter oder Verzierungsbereiche hat, sondern in dem Fall sind es Gespinste aus verschiedenen Wollstoffen. Das wurde entwickelt von der Tante vom Hubert Sandner, Professor Hilda Sandner, inzwischen verstorben. Die letzten Arbeiten hat meine Firma Orgelbau Sandner, im vergangenen Frühjahr erledigt. Die Orgel wurde komplett gereinigt, überholt, technisch überholt. Das ist nach gut 45 Jahren durchaus nötig.